Heiner? Diese stinkenden Piraten, das kann ich ihnen niemals vergeben. Ich beschaffe allen ihre Sachen wieder, was es auch kostet. Das ist ambitioniert. Ihr Name ist Tressa und sie ist Händlerin. Eine winzige Hafenstadt im Küstenland ist die einzige Heimat, die sie je gekannt hat. Hier in Rippeltiden macht sie Geschäfte und füllt ihre Regale. Sie tut, was sie kann, um den Laden ihrer Familie am Laufen zu halten. Und vom Kai aus, den sie so oft aufsucht, blickt sie auf das weite Meer und träumt von der großen, weiten Welt. Als sie eines Tages von einer Piratenbande ausgeraubt wird, erlaubt es ihr Stolz als Händlerin nicht, sich das einfach gefallen zu lassen. Und so macht sie sich auf zur Piratenhöhle. Auf diesem Weg braucht sie mutige Verbündete. Ja, das kriegen wir hin. Sie klingt aber so ein bisschen wie das ätzende kleine Mädchen. Weiß nicht, ob mir das gefällt. So, wen nehmen wir mit? Ich weiß es nicht. Ich will Cyrus leveln, aber ich kann Ophelia nicht rauswerfen. Tanit will ich halt eigentlich auch nicht rauswerfen. Aber ich fürchte, mir wird nicht so wahnsinnig viel anderes übrig bleiben. Weil ich meine, Tressa wird schätzungsweise auch physisch angreifen. Dann haben wir zwei physische Angreifer und zwei Magier. Oh Gott, ich werde das so hart bereuen, glaube ich. Aber das empfohlene Level war 12. Machen wir das einfach mal. Die Geschichte dieses Reisenden beginnt. Ja. Zur Not grinden wir halt einfach. Diese Welt ist voller Schätze. Und ich weiß, irgendwo da draußen ist genau das, was ich suche. Also setze ich die Segel Richtung Horizont und die große, weite Welt, die dahinter liegt. Sie hat auf jeden Fall große Träume und große Ambitionen, die gute Tressa. Bin sehr gespannt. Tja, die Regale füllen sich nicht von alleine. Und fleißig ist sie. Morgen, Mama. Morgen, Papa. Morgen, Tressa. Warte mal, sagen Sie ernsthaft Doresa? Warum? Scheint so, als sei unsere beste Mitarbeiterin bereit für einen neuen Arbeitstag. Wahrscheinlich ist sie auch die einzige Mitarbeiterin, aber okay. Na klar doch. Und zuerst werde ich das Lager aufstocken. Zügle deine Pferdchen, mein Fräulein. Nenne mir zuerst die drei wichtigsten Eigenschaften eines Händlers. Er muss flink und freundlich sein und sich benehmen können. Dachtest wohl, du kriegst mich dran, hm? Du bist einfach zu schlau für mich, Tressa. Dann mal los mit dir. Überlass das nur mir, Papa. Gib da draußen gut auf dich acht, Tressa. Die Piraten haben in letzter Zeit rund um das Wirtshaus ordentlich Unruhe gestiftet. Wenn du ihnen begegnest, mach einen großen Bogen um sie, hörst du? Ich glaube nicht, dass sie das tun wird. Verstanden, Mama. Ich bin nach ein paar Wellen wieder da. Ach, die Wasserwortspiele. Jolle, jolle.
Da geht sie hin. Sie erinnert mich an mich selbst, als ich in ihrem Alter war. Immer irgendwohin unterwegs, um zu beweisen, dass ich ein vollwertiger Händler bin. Nur nicht selbstgefällig sein, mein Lieber. Unsere Tressa ist etwas Besonderes. Das ist sie wohl. Da freuen sich die Eltern. Ist doch auch mal schön, dass sie auch mal eine Happy Family haben, auch wenn da schon gleich die Moralpolizei kommt. Mit dem Fischer sprechen. Wer mag das wohl sein? Der schon mal nicht. Okay, automatische Cutscene. Na, wenn das mal nicht die am härtesten arbeitende Händlerin der Stadt ist. Du bist sogar eher am Pier als mancher Fischer. Tu doch nicht so überrascht. Wir wissen beide, dass der frühe Vogel den Wurm fängt. Oder in unserem Fall den Fisch. Da hast du verdammt recht. Nun, hier ist unser Morgenfang. So, erstmal Fische gekauft. Ein blauer Marlin, wie ich sehe. Und ein großer noch dazu. Der hat viel gutes Filet an den Gräten. Dafür kann ich dir das hier geben. Er ist aber ein bisschen mehr wert. Der ist ein echtes Prachtexemplar. Tja, dann muss ich wohl woanders einkaufen. Das ist Erpressung. Dein Haken hat seine Innereien verletzt. Ich wäre ja bereit gewesen, den Schaden zu übersehen, aber... Na gut, dann sind wir im Geschäft, junge Dame. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Der süßen Kleinen kann man wahrscheinlich auch nichts abschlagen. Du bist echt knallhart. Eine geborene Händlerin. Ich hab dich wohl unterschätzt. Da hast du völlig recht. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich kann es mit den Besten aufnehmen. Ich habe meine Lektion gelernt. Also dann, lass wieder von dir hören. Werde ich. Danke nochmal. Okay, das ist bisher die chilligste Geschichte. Und jetzt der Wein. So, ihre Wegeaktion. Tressa kann den Stadtbewohnern Objekte abkaufen. Also quasi die teurere Variante von Therion. Tja, wo ist denn wohl der Weinhändler? Ja. Ach so, das ist der, dem wir das ganze Obst geklaut haben. Okay, das ist wahrscheinlich der Weinhändler. Wie komme ich denn an den Typen da dran? Irgendwo muss es doch hinten lang gehen. Kann ich auch alle nicht mehr beklauen. Habe ich nämlich schon getan. Wie komme ich denn da hin? Durch das Haus vielleicht? Hier war ich auch gar nicht drin, fällt mir gerade auf. Vielleicht geht das auch erst später, weil ich sehe jetzt tatsächlich keinen Weg. Tja. Naido. Wie läuft das Geschäft? Gut, schätze ich. 50 Gold. Na, da wir 3000 haben... Kann man das mal machen? Wir haben den besten Met. Warum hast du mir dann Wein verkauft? Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben.
Da muss man aber eigentlich voll die Preise im Überblick behalten, um da nicht richtig Kacke zu bauen. Neuer Tag, neues Geschäft. Das war ein echtes Schnäppchen. Das sollte unseren kleinen Laden etwas nach vorn bringen. Unser kleiner Laden. Nur ich, Mama und Papa. Wenn ich ihn nicht übernehme, wer dann? Das Meer ist so riesig. Das ist es wohl. Ich frage mich immer, was will ich wirklich tun? Was will ich im Leben wirklich erreichen? Und dann frage ich mich, was liegt wohl hinter dem Horizont? Klar zum Ankern! Oh, da kommen die Piraten, oder? Von denen wir schon gehört haben. Dieses Schiff habe ich hier noch nie gesehen. Wo kommt es wohl her? Sie ist jetzt neugierig, rennt hin und wird ausgeraubt. Sie ist auch ein bisschen naiv, kann das sein? Was für eine öde Stadt. Aber es duftet köstlich. Die Küche hier scheint vielversprechend zu sein. Küche? Sind wir uns da ganz sicher, dass du das meinst? Was ist denn los, Mädchen? Du siehst aus wie ein Fisch auf dem Trockenen. Sie staunt. Ist das ein Handelsschiff? Ja, genau. Und ich bin sein Kapitän. Nun, Herr Kapitän, ich heiße Tressa. Ich bin eine Händlerin in dieser Stadt. Freut mich, dich kennenzulernen. Ihr habt bestimmt jede Menge hübsche Waren an Bord. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich mal einen Blick riskiere? Ich würde gerne sehen, was ihr aus Übersee mitgebracht habt. Du hast einen echten Händlerblick, Mädchen. In deinen Augen wird ein einfaches Handelsschiff sofort zu Gold. Ich kann aber leider nur jene an Bord lassen, denen ich auch vertraue. Och. Das hat sich nicht so gut angehört. Was war das? Ich sehe mal nach. Fleißig wie eine Brasse, das Mädchen. Zur Quelle des Krawalls gehen. Aber vielleicht speichern wir erstmal zwischendurch so. Kann ja nicht schaden. Nicht, dass sich Tressa gleich in Schwierigkeiten bringt.
nicht. Ich bitte euch. Das ist alles, was ich noch habe. Dann sitzen wir wohl im selben Boot, Kumpel. Boah, wie brutal. Wir haben nämlich auch nichts mehr. Habe ich nicht recht, Mac? Klar, Mick. Und wenn wir etwas brauchen, dann nehmen wir es uns. So machen Piraten das eben. Bitte, seid gnädig. Ich glaube nicht. Wir haben den Alten um seine Waren erleichtert. Hier gibt es nur einen Captain, und das bin ich. Ja. Ha, jeder weiß, dass ich der Captain bin und du mein erster Offizier. Das werden wir noch sehen, Mark, du niederträchtiges Schwein. Schlägerei. Ja, das werden wir, Mick, du schäbiger Seebarsch. Könnt ihr nicht beide der Captain sein? Na gut, zeig uns, welche Schätze du sonst noch versteckst. Ich kann sich doch nicht allein mit drei Piraten anlegen. Hey, aufhören! Sagt wer? Ich. Die Leute hier sind Händler und Fischer. Sie kämpfen jeden Tag um ihr tägliches Brot. Habt ein Herz. Nehmt ihnen doch nicht den letzten Rest auch noch weg. Was hat das mit Herz zu tun? Ich gebe dir eine Chance, von hier zu verschwinden, Kind. Aber ich... Verschwinde jetzt besser, du Hering. Wir machen hier Erwachsenengeschäfte. Ich gehe nirgendwo hin. Also gut. Was hast du denn da, Kleines? Das ist Regenbogenwein. Und der gehört jetzt uns. Hey! Ein Girl wie du weiß den eh nicht zu schätzen. Wir tun dir sogar einen Gefallen, wenn wir ihn dir wegnehmen. Also sag schön Danke. Gib ihn mir zurück. Es reicht, Mädchen. Aber, Herr Kapitän. Jota. Du hast Mut, das muss ich dir lassen. Die sehen aber nicht so aus, als würden sie auf die Stimme der Vernunft hören, klar? Dieser feige Taugenichts weiß, wovon er redet, Kleines. Am besten hörst du auf ihn. In dieser Welt fressen die Starken die Schwachen. Vielen lieben Dank für die fette Beute, ihr Kojenesser. Was ist das denn für ein Begriff, Kojenesser? Sehr schön. Genau, es war uns ein echtes Vergnügen. Und alle gucken nur zu, weil sie sich nicht wehren können. Du musst mir nichts vorspielen, Mädchen. Deine Beine zittern. Ich habe nur einen Krampf, das ist alles. Nicht einmal der Bestelhändler kann sein Leben zurückkaufen, wenn es ihm einmal genommen wurde. Ich weiß, aber... Warum lassen wir uns nicht einfach in Ruhe? Diese Piraten sollten doch auf dem Meer sein. Ja, ab und zu müssen die auch mal was essen. Stattdessen haben sie sich in den Maya-Höhlen westlich der Stadt verschanzt. Was mache ich denn jetzt nur? Und Tressa beschließt jetzt natürlich hinzugehen, uns alleine zu regeln. Die Stadt im Westen verlassen. Warte, aber wir haben unsere Party noch gar nicht dabei. Ah, der Kapitän.
Jo. Wo willst du hin, Mädchen? Herr Kapitän. Yame-toki-na. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du nimmst Kurs auf die Piratenhöhle. Äußerst voreilig, meinst du nicht? Ich weiß, aber... Yare, yare. Augenscheinlich willst du trotzdem gehen. Bestimmt hast du einen narrensicheren Angriffsplan, ha? Huh? Und natürlich eine Waffe. Du würdest doch nicht mit leeren Händen gehen, oder? Ein Narr, der glaubt, mit den niederträchtigen Piraten um die Rückgabe ihrer Beute feilschen zu können. Ich weiß, aber ich kann doch nicht herumsitzen und nichts tun. Diese armen Leute müssen vielleicht Hunger leiden, wenn sie ihre Habseligkeiten nicht zurückbekommen. Bei meiner Ehre als Händlerin, ich kann sie so nicht davonkommen lassen. Gut gewählte Worte, Mädchen. Wirklich? Ja, wenn du so entschlossen bist, werde ich dich nicht aufhalten. Aber begleiten wird er uns wohl auch nicht. Unter der Bedingung, dass ich dir helfen darf. Oder doch? Und wie? Ich würde mich von einem Teil meiner Waren trennen, wenn sie dir bei deinem Vorhaben nützlich wären. Wenn dir irgendwas ins Auge fällt, dann betrachte es als deins. Für den richtigen Preis natürlich. Kann doch nicht einfach das Mädchen alleine gehen lassen. Was ist das für ein Typ? Hi. Abgemacht. Gentlemen sind auch ausgestorben inzwischen. Waren von einem Schiffskameraden kaufen. Alles klar. Habt ihr etwas Brauchbares gefunden? Seht euch unbedingt doch die Waren meiner Geschäftspartner an. Nehmen wir mal an, das sind die Herren in Grün. Kommt und seht euch diese Waren an. Ein besseres Geschäft macht ihr nirgends. Ist das so? Lichtkraut, Klarheitskraut. Also die Baumnuss möchte ich auf jeden Fall haben. Und die Süßigkeiten. Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Das möchtest du also haben, richtig? Darf ich nur einen haben? Nein, okay. Jetzt habe ich aber kurz Angst gehabt. Was haben die anderen so? Mutkraut, Taschentuch, Flachmann. Okay, das kaufen wir. Ich weiß nicht, ob wir alles kaufen sollen oder ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Todesangst ist übrigens auch keine sehr schöne Zustandsveränderung. Ja, das möchte ich haben. Das hast du gut erkannt. Eine billige Heiltraube. Ach komm, dann kaufen wir einfach alles. Wir haben ja genug Geld eigentlich. Hallo, Spatz. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Huch. Ja, schade. Dann kaufen wir den Rest halt nicht mehr. Und wofür brauchst du das Schlafkraut? Hi. Ich bin sicher, diese Piraten müssten von ihren Plündereien reichlich erschöpft sein. Also dachte ich, ich helfe ihnen beim Ausruhen, indem ich etwas davon in ihren Wein gebe. Du bist ganz schön gerissen, was? Na, dann ab mit dir. Und pass auf dich auf, Mädchen. Danke sehr. Ach, übrigens, Herr Kapitän. Warum helft ihr mir? Weil er Geld an dir verdient? Weil mir meine Augen sagen, dass ich das tun soll. Ich bin sicher, als Händlerkollegin verstehst du das. Wir beurteilen mit unseren Augen und meine sagen mir, dass du etwas Besonderes bist. Ich verstehe. Vielen Dank, Herr Kapitän. Und weg ist sie.
Lies alles spielen. Nicht, dass ich es nicht verstehen könnte. Bestes Spiel. Yes. Das sollte reichen. Und jetzt die Sonderlieferung zu den Maya-Höhlen. Na, doof ist sie ja echt nicht. Und so bin ich nun also auf dem Weg Richtung Piratenhöhle. Und wenn sie da das ganze Fass mitnehmen möchte, kann sie bestimmt ein paar starke Männer gebrauchen. Hä? Wirklich? Ihr wollt mir helfen? Ich kann euch nicht genug danken. Ihr habt ein Herz aus Gold. Ha, jetzt, wo ich etwas von diesem Schlafkraut in ihren Wein gegeben habe. Wenn sie eingeschlafen sind, gehören die gestohlenen Waren mir. Na, ob das so einfach wird, wage ich ja noch zu bezweifeln. Können wir ihr denn noch Ausrüstung kaufen? Hier, cashen wir mal raus. Für den Sonnenlandspeer. Soll sich ja auch lohnen. Ach, guck mal, sie kann Bögen und Speere benutzen. Das ist ja cool. Dann kriegt sie den auch noch. Wie man immer erstmal voll viel Geld los wird, um seine Charaktere neu auszustatten. Habe ich nicht sogar noch ein rundes Schild? Wartet mal. Ich glaube, das habe ich doch sogar noch. Ist sie denn da? Oder auch nicht. Aber das hier können wir ihr geben. Und die Windtracht wird sich an ihr, glaube ich, auch ganz gut machen. Accessoires. Dann kann sie noch kritten. So, aber irgendwas fehlt doch jetzt noch. Der Schild, ne? Genau, dann kriegt sie noch ein Schild. Der kostet ja nicht so viel. Und sonst... Ja, die schwarze Tracht lohnt sich eigentlich nicht so unbedingt. Also vielleicht für Cyrus zum Ausweichen. Aber eigentlich, so im Großen und Ganzen, kann man das, glaube ich, so lassen.